Ich habe Angst, bitte stich mir nicht ins Auge. Leute, wenn ich morgen keine Babyhaut habe, dann weiß ich auch nicht. Das brennt so hart bei mir. Oh mein Gott, aua. Au! Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Ich habe extra aufgehört zu sprechen, damit das so synchron klingt. Ah, okay. Das hat so gut geklungen. Der Anfang war perfekt schon. Ich hoffe, das Video wird auch so perfekt. Ich muss richtig überzeugt von sich selber sein. Der Anfang war schon perfekt. Ich frage mich nur, was ist mit ihrer Frisur passiert heute? Das frage ich mich auch. Ich wollte mir eigentlich Locken machen, aber dann ist mir aufgefallen, nachdem ich irgendwie so 3 Locken gemacht habe, dass es einfach immer 10 Jahre dauert mit meinen Haaren, weil die so lang sind. Weißt du, wie meine Schwester diese Locken nennen würde? Wie? Schweinelocken. Schreibt mal in die Kommentare, ob sie beim nächsten Mal die gleiche Frisur tragen soll. Nein. Oder wieder eine Palme. Sie wollte, Veränderung. Einfach eine Veränderung, aber es sieht einfach schlimm aus. Jetzt aber zum Video. Hella hat nämlich irgendwelche Produkte eingekauft und meinte, Tom, wir machen heute einen Produkttest oder sowas. Keine Ahnung, sie hat das bei einem anderen YouTuber oder so gesehen und wollte genau, es auch machen. Genau, ich hatte nämlich bei Instagram die Leute gefragt, ob die mir ihre Hass-Drogerie-Produkte schicken können. Ihre Hass-Produkte auch und noch. Und die habe ich hier jetzt drin. Und weil du jetzt noch gar nicht weißt, was ich da ausgesucht habe, würde ich sagen, wir machen das jetzt so. Du ziehst einfach immer ein Produkt und das testen wir dann. Nimm das Größte als Erstes. Was ist das? Du wächst gleich mit dem besten Hand. Kaltwachsstreifen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr daran hasst, dass das so weh tut. Oder was hasst man denn daran? Es gibt halt Streifen, die ziehen dann die ganzen Haare nicht mit ab zum Beispiel. Oh. Ich finde Wachsen eh richtig schrecklich. Only waxing is sexing, oder wie heißt das noch? Okay, dann können wir ja direkt anfangen. Ich würde sagen, du testest es aus. Nein. Doch, nein. An deinem Bein testen wir das jetzt? Nein. Doch. Wir machen es an meinen Arm. Nein, an deinem Bein hast du so richtig schön viele Haare. Ja, Hella. Weißt du, wie lange ich die gezüchtet habe? 10 Jahre Zuchtarbeit und jetzt sollen die weg oder was? Ja, nein. Die haben das als Hassprodukt geschrieben, weil das so doll weh tut. Und dann soll ich das jetzt testen. Du hast Angst davor, glaube ich. Das aber nicht hier unten. Sein. Beim Fußball, die werden mich halt auslachen. Und die Fußballer gucken auch noch zu. Okay. Oh nein, Hella, guckt euch das Prachtexemplar vorher noch einmal an. Das ist kein wie lange dieser Wald gewachsen ist. Oh. Ah, Hella, das war mein Daumen. Oh nein, nicht so weit unten. Hoffentlich ist es euer Hassprodukt, weil es einfach schlecht funktioniert, damit meine Haare hier auch am Bein bleiben. Ich habe es aus Versehen nicht in die Haarwuchsrichtung gedrückt, oder? Ich habe es einfach irgendwie. Ich habe keine Haarwuchsrichtung. Das ist einfach irgendwie in irgendeiner einfach Richtung. Einfach ein Busch. Was macht man dann? Das ist halt so komisch. Hier steht, die Streife jedoch nicht länger als ein paar Sekunden auf der Haut. Was? Mach das ab! Mach es ab! Ich zähle bis 3. Okay. 1. Au! Das war noch nicht 3. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Au! Es ist kein Haar mehr da. Es sind auch so 3 Haare da. Hella, so kann ich nicht mehr zum Fußball gehen. Jetzt weiß ich, warum das euer Hassprodukt ist, weil ihr dann keine Haare mehr am Bein habt. Um ehrlich zu sein, ich mag Waxen gar nicht, weil das so doll wehtut irgendwie. Es ist mir gerade egal, wie doll das wehtut. Ich kann so nicht mehr rumlaufen. Es wird jetzt Sommer und ich soll in einer kurzen Hose rumlaufen und dann habe ich so einen Streifen auf meinem Oberschenkel. Es sieht so schlimm aus. Okay, du kannst das nächste Produkt ziehen. Nee, wir machen das jetzt abwechselnd. Jetzt ziehst du mal ein Produkt. Sonst habe ich ja die Arschkarte gezogen. Okay. Und das musst du dann testen. Was ist das? Oh. Ist klar. Die gehörten gar nicht ins Video. Hä? Die haben mir einfach so bestellt, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Die hat halt gefriertrocknete Himbeeren. Die hat halt keine als Hella liebt das. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich dir auch nicht geglaubt, weil dann hättest du die nur so essen Doch, wollen. Doch, ich möchte die essen. Nee, du ziehst jetzt noch ein Produkt. Was suchst du da? Du suchst da halt nach okay, was, weil du weißt, was das ist. Ja! Oh nein, nein, das wollte das ich nicht. Das kenne ich sogar. Peel-off-Maske, Aktivkohle. Oh Mann, das wollte ich nicht. Ich dachte, das wäre gerade eine Handcreme. Das müssen wir bei dir machen. Nein. Ich habe mich jetzt geschminkt. Wir machen das so, du darfst das jetzt bei mir einsetzen. Dafür habe ich aber auch einen Joker. Wenn ich einmal ein Produkt ziehe, was ich nicht benutzen will, dann darf ich dir das geben. Willst du es bei dir machen oder bei mir? Ich will es natürlich lieber bei dir machen. So, hab ich einen Joker? Wo hast du denn deine schönen Poren? Auf der Nase. Hier, ihr seht die Poren von Tom. Auf der Nase hat er so richtig eklige Stippen. Und die müssen jetzt rausgemacht werden. Du bist so fies, Hella. Ich werde nach diesem Video so ein gepflegter Mensch sein. Auf jeden Fall ist es eine Peel-Off-Maske. Und wenn man das jetzt draufschmiert, dann kann man das so abziehen. Also die trocknet sozusagen und ich glaube, härtet dann die trocknet aus. Gerade auf deinem Finger, Hella. Okay. Oh mein Gott, das sieht so süß aus. Irgendwie stinkt das. Vielleicht habe ich so Babyhaut danach. Okay, jetzt 15 Minuten muss das einwirken. Ich würde sagen, in der Zeit machen wir schon mal mit dem nächsten Produkt weiter. Ich habe mein Bein gewaschen und es sieht jetzt so clean aus, aber es ist so rot geworden, Leute. Oh mein Gott, das sieht ganz schlimm aus. Tut das weh oder so? Sieht gar nicht gut aus. Was ist denn jetzt dein Statement dazu, zu diesem Produkt? Wir müssen den Produkten ja eigentlich noch Sterne geben. Der Waxing-Streifen hat echt gut funktioniert, das muss man sagen. Er tut aber weh und es sieht nachher scheiße aus, weil man keine Haare mehr am Bein hat. Wenn das natürlich euer Ziel ist, keine Haare zu haben, dann funktioniert das. Aber vielleicht müsst ihr euch erst so eine Wolle wachsen lassen wie ich. Da funktioniert es bestimmt besser. Machen wir weiter. Ich würde sagen, wir geben dem Produkt 4 von 5 Sternen. So. Dafür, dass es ein Hassprodukt ist, ist das ziemlich gut. Okay, dann versuche ich mal deine Handcreme zu finden. Keine Handcreme gekauft.
Schimmerspray. Oh mein Gott, da hatte mir eine geschrieben, ihre Haare werden davon fettig. Und ich war so, das macht man halt nicht auf die Haare. Das hatte nämlich eine Person in ihre Haare gemacht und dann sind die halt fettig geworden. Und ich glaube, man darf das halt wirklich nur auf den Körper sprühen. Und wofür ist das? Das verstehe ich nicht. Dass man schimmert im Sommer. Richtig schön mit diesem Glitzer. Von 15 cm. Warte kurz, ich muss einen Zollstock holen. Nicht auf die Kleidung. So. Also erstmal riecht das schon richtig gut? Nein, es stinkt, Keller. Das riecht doch gut. Das riecht viel zu intensiv. Ah, oh, richtig gut nach Sommer. Ja, das glänzt. Ich will richtig viel. Also Leute, wirklich nicht auf die Klamotten und am besten auch nicht in die Haare. Boah, das stinkt. Also ich finde das also richtig schön. Ich werde das sowas von im Sommer benutzen. Also ich gebe dem Produkt 1 von 5 Sternen, weil ihr könnt auch einfach zu Hause... Was? Konfetti in eure Milch tun und euch das drauf sprühen, habt ihr das gleiche Ergebnis. Also ich gebe dem Produkt 5 von 5 Sternen. Ich finde das mega. Und wichtig, aus 15 cm Entfernung. Ja, ganz wichtig. Was ist das? Ich weiß es selber nicht. Du weißt es genau, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Oh Gott, hier sind 3 Produkte drin. 4. Wow. Das sind die 4 Produkte, die hier drin waren, aber das sind eigentlich einzelne Produkte. Ja, dann testen wir jetzt alle 4. Wir fangen mal mit diesem hier an. Darf ich das an dir testen? Ja. Was ist das? Oh mein Gott, wir müssen mal Frauenprodukte erraten machen. Tom. Das ist ein... Oh, der stinkt ja wie so ein Tintenkiller. Hier ja, sind auf jeden rat Fall, mal, was es ist. Ja, Nagellackentferner. Ja, super. Aber als Stift, das habe ich noch nie gesehen. Das ist für die Ränder, wenn man hier übergemalt hat. Das okay. Praktische ist, ich habe meine Nägel gerade lackiert, aber die sehen grade. Echt schon wieder schlimm aus. Ich nehme jetzt mal deinen Ringfinger. Ist das vielleicht nur für frischen Nagellack? Das kann sein. Ein bisschen funktioniert das. Also es dauert sehr lange auf jeden Fall. Ich glaube, da ist normaler Nagellackentferner besser, oder? Ja. So, ich habe jetzt mal hier so einen normalen Standard-Nagellack geholt. So, das einfach auf meinen Nagel machen und extra ein bisschen übermalen gleich. Das male ich extra mal hier so hin. Also wer sich so die Nägel schminkt, der kann es gleich lassen. Nägel schminkt. Also ich glaube, wenn der jetzt noch neu wäre, dieser Stift, dann würde es so funktionieren. Aber ja, es funktioniert so einigermaßen. Ich weiß ja nicht, wie man es sonst machen würde. Also die Idee ist ja eigentlich mega gut, aber... Ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert irgendwie. Und vor allen Dingen ist das so schwarz schon. Also ich würde sagen, ich gebe dem Produkt 1 von 5 Sternen. Irgendwie bin ich gar nicht begeistert. Könnte auch daran liegen, dass meine Nägel einfach gerade so furchtbar aussehen. Ich gebe auch 1 von 5, weil ich finde die Idee cool. Weiter geht's hiermit. Was ist das? Ah ja, Lippenstift und der ist wasserfest. Wie macht man das drauf? Vom Gefühl fühlt er sich nicht so gut an, muss ich sagen. Wir müssen gleich noch den ultimativen Test machen, und zwar, wenn man an Gläsern trinkt. Das finde ich immer das Schlimmste, wenn da dann so ein Lippenstiftrand ist. Warte, wir müssen sie erst noch kurz einziehen lassen. Okay, ziehen wir in der Zwischenzeit das hier ab. Hä, das ist irgendwie witzig. Ah, ist es komplett ab? Ist alles ab? Oh mein Gott! Zeig mal. Aber ist jetzt nicht viel drin kleben geblieben. So Babyhaare. Okay. Meine Nasenhaare, die auf der Nase boxen. Also ich muss sagen, deine Haut ist jetzt nicht zart geworden. Irgendwie war das jetzt echt nicht der Burner. Vielleicht hast du zu wenig aufgeschmiert. Man muss vielleicht so eine dickere Schicht oder so. Sehe ich immer noch scheiße aus. Ja. Also, es hat gar nichts gebraucht. Also, ich gebe dem Produkt 0 von 5 Sternen. Ich gebe dem 1 von 5, weil das hat sich lustig angefühlt, als man das abgezogen hat. Das war echt so... Erst war das so kitzelig und dann war es wie so eine Massage. So. So, ich bin gespannt. Wow, jetzt haben wir nur unser neues Glas versaut. Ja, aber ist doch normal, dass da was kleben bleibt, oder? Also. Okay, ich muss sagen, ich gebe dem Lippenstift 4 von 5 Sternen, weil der hat mich eigentlich schon vom Optischen richtig gut überzeugt und der hat nicht gebrannt, eigentlich nichts. Aber wir müssen jetzt noch einmal schauen, ob der waterproof ist. Was soll denn sonst passieren? Löst er sich dann oder was? Also deine Lippen werden ein bisschen röter, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der ist nicht lang genug eingezogen. Also ich weiß es auch nicht genau. Aber eigentlich finde ich die Farbe echt schön, weil die so dezent ist und das mag ich gerne. Aber jetzt, wo ich mich wieder zurückerinnert habe, als ich den bestellt habe, da sah der viel intensiver aus als auf den Lippen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man dann nicht so überzeugt ist. Weiter geht's. Das hier. Das sieht aus wie sowas, was hier ins Gesicht gehört, richtig? Ja. Wie nennt man das? Blush? Nee, das ist... Das steht da drauf. Alverde. Das ist die Concealer. Marke. Ja, Concealer. Tom hat hier einen Pickel, deshalb testen wir das jetzt bei ihm, weil ich habe ja zum Beispiel keine Pickel. Mein Selbstwertgefühl sinkt während des Videos. Oh nein, nein. Okay, jetzt testen wir das mal aus. Und zwar haben die geschrieben, dass der gar nicht abdecken würde. Deshalb schauen wir mal, ob das der Fall ist.
Nee, der ist doof. Man sieht das hier noch voll durch. Ja, man sieht es ein bisschen, aber er soll ja auch nicht so komplett fake aussehen. Ja, aber eigentlich will man schon, dass das alles komplett überdeckt ist. Vielleicht ist das auch ein natürlicher Concealer, wo man nachher so aussehen soll wie vorher. Und die Farbe gefällt mir wirklich also, gut. Also, wie viele Sterne? Ich gebe dem 1 von 5. Meine Nase juckt noch von diesem... Ich nenne mir den Stern doch wieder zurück. So, was ist das hier, Hella? Das höchste Gebäude der Welt sieht ungefähr so aus. Das ist eine Mascara. Da müssen wir eben warten, bis ich mich abgeschminkt habe mit so einem Zeug. Gut, Hella weiß, dass da noch ein Abschminktuch drin ist. Deswegen warten wir mit diesem, wie heißt das? Produkt. Produkt. Mit dieser Mascara. Wieder ein Produkt für dich. Das ist so komisch. Das ist einfach ein Gurkendeo. Leute, grüner Tee und Gurkenduft. Ich sprühe es mir erstmal auf den Arm. Auch 15 cm. Riecht aber nicht so schrecklich, wie ich dachte. Riecht wie bei meiner Oma auf der Toilette. Echt jetzt? Nein. Ich finde, das riecht eigentlich ganz angenehm. Um den richtigen Test zu machen, musste man das natürlich 48 Stunden austesten, wie es hier drauf steht. Wir können halt leider jetzt nicht so lange warten. Meine Nase juckt. Aber... Wenn man sich schon dafür entscheidet, ein Gurken-Grüner-Tee-Deo zu kaufen, dann ist man, glaube ich, auch damit zufrieden. Also... Es ist wirklich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Aber ich muss auch sagen, es hat mich jetzt nicht an Gurken erinnert. Nee, gar nicht, ne? Nee. Ich gebe dem Produkt... 3 von 5 Sternen. Ich 1 von 5. Dafür, dass sie die Gurke draufschreiben und nicht Gurke drin ist. So, du darfst wieder ziehen. Du hast da reingeguckt und greifst das jetzt. Nochmal rein. Oh Mann! Ich zieh die einfach immer für dich. Gut, ich habe was gezogen. Das ist eine milde Reinigungsmilch. Zum Abschminken. Auch wieder mal mit Gurke. Gut, wir gehen kurz ins Badezimmer. Wow, okay, hier liegt immer noch mein Glätteisen, mit dem ich mir die Locken gemacht habe. Ja, Leute, mit einem Glätteisen. Jetzt verwende ich das einfach mal. Man soll das entweder mit einem Wattepad oder einfach mit lauwarmem Wasser abwaschen. Dann machen wir das jetzt einfach mal mit lauwarmem Wasser. Das Ergebnis soll sein, die Haut wird sanft gereinigt und fühlt sich geschmeidig an. Oh, meine Nase, ne? Die juckt so. Also wirklich, den Stern nehme ich zurück, Leute. Okay, ich mache das, glaube ich, nur an einer Seite, damit wir so ein gutes Vorher-Nachher-Ergebnis sehen können, oder? Okay. Wow. Guck mal in die Kamera. Okay, man sieht keinen großen Unterschied. Also so richtig hundertprozentig abgegangen ist es jetzt nicht, ne? Also ich muss sagen, es hat auf jeden Fall nicht in meinem Auge gebrannt oder so. Das ist ja wirklich bei manchen... Sonst hätte ich noch die Feuerwehr rufen müssen. Also ich finde, es hat gut geklappt. Hier ist, was du gesagt hast, dieser Schleier ist noch da, aber ansonsten sieht es gut aus. Also Öko-Test hat dem Ganzen einen sehr gut gegeben. Also 5 von 5 Sternen. Was gibst du? Ich gebe 4 von 5. Also ich finde es auch gut, aber ich finde es ja auch wieder nicht besonders. Da die schreiben eine Gurke drauf, es riecht halt an nichts. Ja, also ich gebe dem Ganzen 4 von 5, weil... Oder 3 von 5. Ich gebe, glaube ich, 3 von 5. Weiter geht's mit unserem Dubai-Gebäude, wo jetzt ein Haar dran hängt. Furchtbar. Ich habe Angst. Bitte stich mir nicht ins Auge. Uah. Du stichst mir gleich ins Auge. Okay, jetzt unten. Die Härchen. Okay, fertig. Wow, gar nicht mal so schlecht, Tom. Aber zu wenig. Ich benutze noch mal ein bisschen mehr. Das sieht dir fast besser aus als das andere Auge. Da bin ich gerade aus Versehen auch nochmal drüber gegangen. Ach so. Ich glaube, es wird jetzt nicht meine neue Lieblingsmascara werden, aber so mega schlecht finde ich sie jetzt auch nicht. Also ich glaube, ich werde die auf jeden Fall noch benutzen. Ich gebe 3 von 5. Ich gebe auch 3 von 5, einen fürs Aussehen. Jetzt darf ich wieder ein Produkt für mich ziehen. Oh mein Gott, ein Riegel. Cookie Dough. Und das soll ein Hassprodukt sein? Ja, die haben geschrieben, alle Produkte von Foodspring. Und da habe ich mir jetzt einfach mal Cookie ausgesucht. Also man muss sagen, Proteinriegel sind immer sowas für sich. Also es schmeckt immer jetzt nicht so richtig gut. Für einen Proteinriegel ist es in Ordnung. Wie gesagt, die schmecken halt sowieso immer nicht so krass. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ich finde es auch ganz okay, aber... Ich mag einfach keine Proteinriegel. Meine Nase juckt. Die Aktivkohlemaske, die kriegt wirklich -3 Sterne, ja. Auch nur, dass es immer noch juckt. Oder man muss es abwaschen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Reste mit lauwarmem Wasser abwaschen, bei Bedarf 2 bis 3 Mal wöchentlich anwenden. Mit warmem Wasser abwaschen, halt. Hella liest sich nie die Verpackungsbedingungen durch. Irgendwie schmeckt das so, als wenn man in Knete reinbeißen würde. Ja, das stimmt. Aber ja? So schmecken alle Proteinriegel. Okay. Wie viele Sterne gibst du dem? Das ist ein normaler Proteinriegel. Ich mag Proteinriegel jetzt eh nicht so gerne. Deswegen... 2 von 5. Aber im Vergleich zu anderen Proteinriegeln muss ich sagen, schmeckt der mir schon eigentlich echt gut. Ja, dann 3 von 5. Die anderen spucke ich immer direkt aus. Von mir kriegt er 4 von 5. Nächstes Produkt für Hella.
Eine Beauty Mask. Das ist eine Bubble Cream Mask. Da stand halt keine Sorte dabei bei diesem Bubble Mask, aber so, so viele Leute hatten das geschrieben, diese Bubble Mask, dass die irgendwie lustig sein sollen, aber total brennen würden. Und deshalb dachte ich mir, probieren wir einfach jeder eine aus. Aktivkohle plus Lakritz, das kriegst du, das Lakritz drin. Ii. Ah, hier ist noch ein Eye Make-up Remover, dann kannst du dich erstmal abschminken. Okay, dann schminke ich mir jetzt erstmal hier mit diesem Produkt ab und dann benutzen wir die Bubble Mask. Okay, dann mal los, Hella. Okay. Aber es ist jetzt nur für die Augen. Nee. Doch, da steht Eye Make-up. Ach so. Die hat sich das jetzt ins ganze Gesicht geschmiert. Ich habe das jetzt schon geschüttelt. Wie brennt mein Auge? Ja, vielleicht ist das deswegen das Hassprodukt, weil es brennt. Okay, nee, davon bin ich nicht überzeugt. Siehst du das hier unten? Ist überall noch schwarz. Leute, wer erinnert sich noch an das Video, als Hella mir zum Geburtstag diese Zahnbürste geschenkt hat? Und wie findest du das Geschenk? Mega nice. Dankeschön. Ich habe nur leider echt das Gefühl, dass du die mehr benutzen wirst als ich. Also ja, was soll man dazu sagen? Ich habe die noch nicht einmal benutzt, weil Hella sie die ganze Zeit benutzt. Also ich muss sagen, das Produkt hat richtig in meinem Auge gebrannt. Mein Auge ist einfach feuerrot dadurch. Alter, crazy. Guck dir das mal an. Hier sieht man, warum man schütteln muss. Das muss man halt wirklich immer gut schütteln, glaube ja, ich, vor Gebrauch. Aber richtig gut. Ja, aber ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert. Ich gebe dem Produkt 1 von 5 Sternen. Das ist schon cool. Ich find's cool, wie das. Weißt du, kennst du diese Lampen, aber die sich manche Leute... Aber wenn es in den Augen brennt, das brennt ja, Feuer. Für mich kriegt das dieses Aussehen 1 Stern. Zurück zu unseren Bubble Masks. Ich würde sagen, du fängst an mit der und ich mache an der Zeit die hier drauf. Okay. Ich stelle mir halt so vor, wie dieses Zeug, was man essen kann und was so auf der Zunge knistert. Oh, ich glaube, ich lasse das erstmal so. Ja, weil es ist echt schaumig. Ich lasse es, Hella. Leute, wenn ich morgen keine Babyhaut habe, dann weiß ich auch nicht. Es juckt bei mir einfach. Da steht dünn auf die gereinigte Gesichtshaut. Auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. Meins fängt einfach an zu jucken. Und wie soll das 5 Minuten einwirken lassen? Ja, bei mir juckt's auch, meine Nase juckt auch. Vor allem, das wird so richtig schäumig. Oh, das juckt. Die Maske ist ja so dumm. Ja. Und es juckt so, ich muss jetzt abmachen. Und es wird immer mehr. Ich muss jetzt abmachen. Es juckt richtig. Es juckt so doll. Leute, wenn ich das noch 1 Minute länger drauf habe, dann... Ich glaube, meine Haut ist rot. Ich muss es jetzt sofort abspülen. Das brennt so hart bei mir. Oh mein Gott, aua. Es juckt halt alles. Meine Haut brennt auch immer noch nach. Tat gar nicht gut. Und fühlt sich deine Haut irgendwie weicher an? Nee, trocken. Ja, meine Haut fühlt sich auch richtig trocken an. Also von mir wird es da wirklich nur 1 von 5 Sternen geben, weil ich fand es irgendwie cool, dass es so aus der Verpackung rausgekommen ist und auf einmal hatte man so Schaum im Gesicht. Aber es war unheimlich unangenehm. Ja. Also wirklich. Und da stand 5 bis 10 Minuten und das hält ja wohl keiner aus. Nein, wirklich nicht. Und das Einzige, was passiert ist, ist halt einfach mein Pullover versaut. Wir verlinken euch den mal in der Infobox, den gibt es dann auch ganz neu und nicht mit so viel Schaum drauf. Aber das kann jetzt echt nicht wahr sein. Gut, ich ziehe jetzt was für mich selber. Bilou Kaugummi. Das haben auch ganz viele geschrieben, dass denen das irgendwie gar nicht gefällt. Vor allen Dingen die Kokosrichtung. Cherry Coco. Letztes Mal hatten wir doch noch was von Shirin David, jetzt von Bibi. Die sehen so cool aus. Hier sind aber nur so ganz wenig drin. Also, okay, es ist auch eine kleine Packung. Auch klein. Ja. Cheers. Also, die ersten 5 Sekunden ist in Ordnung. Also, der Cherry-Geschmack ist echt nice. Der Kokosgeschmack gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, das kann Leuten gut schmecken. Ist jetzt nicht meins. Nee. Ich möchte total gerne. Nee. Also ich gebe dem Produkt 4 von 5 Sternen. 2 von 5. Je nachdem, was sie gekostet haben, ich weiß es gerade nicht und Hella weiß es auch nicht. Wenn die günstig waren, dann kriegen sie 4 von 5 oder 3 von 5. Wenn sie teuer waren, dann nur 1 von 5. Das letzte Produkt. Jetzt Hella darf es ziehen. Es sind iPads schon wieder mit Gurke. iPads? Die sind jetzt mit Aloe Vera und ja, ich werde die jetzt einfach mal anwenden. Es hat mich total gewundert, dass viele geschrieben hatten, dass die nicht gut sind. Ich habe halt so schlimme Augenringe. Sieht aus, als hättest du ein Nike-Zeichen unter deinem Auge. So, so ist gut. 15 bis 20 Minuten, das ist echt lang. Die fühlen sich richtig angenehm an. Also wirklich angenehm auf der Haut. Also du siehst auch cool aus. Sehr gut. 15 Minuten später kann ich mir jetzt endlich diese iPads... Ich will die abmachen. Willst du die abziehen? Die iPads. Das hört sich an wie so ein iPad, wo man drauf schreiben kann. Findet ihr, irgendwie meine Augenringe sind kleiner oder geringer geworden? Ich muss mal ehrlich zugeben, so richtig was gebracht hat es nicht. Aber es kann ja sein, dass nach mehreren Anwendungen, wenn man sich öfter diese iPads halt kauft, dass man dann irgendwann weniger Augenringe hat. Aber muss ich ehrlich zugeben, hat das nicht so viel bei mir gebracht. Das war's jetzt auch schon mit dem letzten Produkt. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Du hast ihm noch keine Sterne gegeben. Ach so.
Ich gebe dem 3 von 5. Ich weil ich das irgendwie cool finde. Ich finde die irgendwie 3 richtig von 5. Cool. Also ich finde, es waren ein paar Produkte dabei, die haben wirklich überrascht. Und ein paar andere, wo ihr total recht habt, dass einfach völliger Quatsch ist. Ja, zum Beispiel das hier. Das ist völliger Quatsch, Leute. Das hier ist das allerschlimmste Produkt. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mal ein paar Hassprodukte in die Kommentare. Dann testen wir die vielleicht nochmal in einem zweiten Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.